Das Leben und das traurige Ende von Theolingen. Theolingen war der Sohn eines Richters und wurde in Hannover im Kreis List geboren. Er wuchs in Hannover in der Hagenstraße nahe der Innenstadt auf und besuchte das ehemalige Königliche Goethe-Gymnasium, das er ohne Abschluss verließ. Am dortigen Schultheater war eine seiner Bühnenpartner Greta von Jensen, die spätere erste Frau des Schriftstellers Ernst Jünger. Lingens schauspielerisches Talent wurde bei Proben für Schulaufführungen im Boulevardtheater Schauburg entdeckt. Für seinen Künstlernamen verwendete er den Namen des Geburtsortes seines Vaters, Lingen, Enns. 1922 spielte er am Residenztheater Hannover, 1923 in Halberstadt, 1924 in Münster und Bad Oeynhausen, 1926 in Recklinghausen. Auf der Bühne erwarb er sich schon früh den Ruf eines großartigen Charakterkomikers, dessen virtuos puppenhafte Pointearbeit bewundert wurde. 1928 heiratete er die Sängerin Marianne Zoff, Bertolt Brechts erste Frau. 1929 spielte er in Frankfurt am Main den Herrn Macheart in der zweiten Produktion von Brechts Die Drei-Groschen-Oper. Anschließend wurde er nach Berlin geholt, um die Rolle in der bis heute sehr erfolgreichen Originalproduktion zu übernehmen. Auch der Filmregisseur Fritz Lang war von Lingens Qualitäten überzeugt. In M. 1931 und Das Testament des beeindruckte Dr. Mabuse, 1933, Lingen in ernsten Rollen. Theolingen wurde der breiten Öffentlichkeit vor allem als Filmkomiker bekannt. Insgesamt wirkte er ab 1929 in über 200 Filmen mit. Ab 1933 übernahm er nur noch komische Rollen. Zusammen mit Hans Moser bildete er in zahlreichen Filmen ein ungleiches Komikerpaar. Auch in Filmen mit Heinz Rühmann war er oft ein wichtiger Nebendarsteller. Seine nasale Stimme war sein Markenzeichen. Da seine Frau jüdischer Herkunft war und er daher von den Nationalsozialisten als jüdisch angesehen wurde, was meist einem Berufsverbot gleichkam, spielte Lingen mit dem Gedanken, ins Exil zu gehen. Aber dank seiner Popularität erhielt er eine Sondergenehmigung und konnte weiterhin auftreten. Von 1939 bis 1960 lebte er mit Unterbrechungen in Strobl am Wolfgangsee im Bezirk Salzburg-Umgebung. 1944 zog er nach Wien, wo er über Paul Hörbiger Kontakt zu einer kleinen Widerstandszelle aufnahm. Anfang 1945 zog er sich nach Strobl am Wolfgangsee zurück. Dort wurde er im Juni 1945 nicht zum ersten Bürgermeister gewählt, wie gelegentlich fälschlicherweise berichtet wird. 1946 erwarb er die österreichische Staatsbürgerschaft. Ab 1948 arbeitete er als Charakterdarsteller am Wiener Burgtheater. Er war auch als Gast auf deutschen Theaterbühnen zu sehen. Ab 1951 spielte er am Berliner Renaissance-Theater. Legendär wurde seine Verkörperung bürgerlicher Figuren in Komödien von Karl Sternheim unter der Regie von Rudolf Noelte. Seinen letzten Theaterauftritt hatte er am 30. Dezember 1971 an der Hamburgischen Staatsoper als STYX in Orpheus in der Unterwelt. Lingen führte den Film gelegentlich selbst inszenieren, erstmals 1936 in der vierteiligen Eulenspiegel-Kurzfilmreihe. Später 1955 beispielsweise in der irrtümlichen Komödie Die Wirtin zur Goldenen Krone. Lingen privat als ernst, zurückgezogen und belesen beschrieben, schrieb die 1942 erschienene Komödie Johann, die mit ihm in einer Doppelrolle von R.A. Stemmle verfilmt wurde, sowie den Kurzgeschichtenband Das kann nicht wahr sein. In den späten 1950er Jahren spielte er die Rolle des Sir David Lindsay in den ersten beiden Karl-May-Farbfilmen Die Sklavenkarawane und Der Löwe von Babylon. Nach und nach wechselte er seine Rollen vom schlauen Untergebenen zum nervösen Vorgesetzten. In den 1960er und 1970er Jahren war er oft in Comedy-Serien wie Klimbim, in Filmklamotten wie Die Lümmel von der Erste Bank und im Remake der Feuerzangenbowle zu sehen.
Von Oktober 1963 bis Januar 1964 war Theolingen in der sechsteiligen Fernsehserie Das alte Hotel zu sehen, die donnerstags im Regionalprogramm des NDR des ersten deutschen Fernsehens ausgestrahlt wurde. Dort spielte er die Hauptrolle des Lehrers Stuhlbein, der in Wien ein schlecht geführtes Hotel geerbt hatte. Gegen Ende seiner Karriere tauchte Lingen in ernsten Rollen wieder auf, etwa als Sergeant Cuff in der Fernsehadaption von Wilkie Collins, The Moon Diamond, 1973. 1975 und 1976 moderierte er mit Hans Rosenthal die beiden Shows Schlagerfestival 1925 und 1926. In beiden Shows präsentierten Rosenthal und Lingen Hits, die genau 50 Jahre zuvor aktuell waren, sowie Witze aus diesen Jahren. Auch Lingen berichtete über interessante Ereignisse aus dieser Zeit. Von September 1975 bis kurz vor seinem Tod moderierte er im ZDF die Serien Lachen Sie mit Stan und Olli, in denen er Originalfilme des Komikerduos Dick und Doof ankündigte und das Leben von Stan Laurel und Oliver Hardy schilderte. Die meisten Einführungen sind auch auf den DVDs mit den beiden Komikern enthalten. Leider. Lingen brach im Oktober 1978 an den Folgen einer Krebserkrankung zusammen und starb am 10. November 1978 in einem Krankenhaus in Wien. Die Stadt hat dem von Wien gewählten Theo Lingen ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof gewidmet. Der schriftliche Nachlass von Lingen befindet sich im Archiv der Akademie der Künste zu Berlin. 2006 widmete die Gemeinde Strobel dem Schauspieler eine von der Künstlerin Eva Mazzucco entworfene Skulptur, die auf dem eigens benannten Theo-Lingen-Platz aufgestellt wurde.